hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Heilpflanzenvideo heute. Heute mal nicht die klassischen Heilkräuter, wie ich sie normalerweise bespreche, sondern ich möchte euch heute den Baum, die Buche vorstellen. Die Buche ist ja einer der ältesten Bäume auch bei uns in der Mythologie. Ist ein sehr kraftvoller Baum. Und die ganzen Märchen, wie wir sie kennen aus unserer Kindheit, sind quasi in den Buchenwäldern entstanden. Die Mythologie ist da sehr stark in unseren alten heimischen Wäldern. Waren ja immer Buchenwälder eigentlich. Ja. So wie wir die Wälder heutzutage kennen mit den ganzen Nadelbäumen, mit dem Fichtenforst, das ist ja eigentlich nicht das, wie Wald bei uns ursprünglich mal ausgeschaut hat. Also früher hat es ganz viele Buchenhaine gegeben, ganz viel große und kleine Buchen, und es ist der moderne Wald, wie er jetzt langsam wieder, also dieser, was jetzt die Renaturisierung in Deutschland wieder betrifft, wird ja wieder angefangen, die Bäume wachsen zu lassen, wieder ein bisschen mehr Urwald entstehen zu lassen, und da gehört halt einfach die Buche ganz stark dazu. Also was natürlich bei uns jetzt wieder wächst, was immer wieder mehr im Kommen ist, das sind halt einfach die Buchen. Ja, also zur Mythologie der Buche. Das Wort Buchstaben kommt tatsächlich von den Buchen. Wir kennen ja die Runen, diese alten keltisch-germanischen Schriftzeichen, die man dann auch zum Orakeln verwendet hat. Ursprünglich waren es einfach Buchstaben, mit denen einfach Wörter geschrieben, formuliert worden sind. Und diese Buchstaben, diese alten Runen, sind eben auf Buchenhölzchen eingeritzt worden. Also Buchenstäbe wurde zu Buchstabe. Genau. Finde ich ganz spannend. Ja, und ansonsten, was gibt es noch über die Buche zu sagen? Wenn man mal im Sommer so durch die Buchenhaine geht und nach oben schaut und das Licht so langsam von oben reinfällt, finde ich, ist das ein total magischer Moment. Das ist total voller Energie. Diese Sonnenenergie, diese meditative Ruhe, die in so einem Buchenwald ist, finde ich absolut faszinierend. Und die alten gotischen Kirchenbauer, die haben sich an Buchenwäldern orientiert. Also Kirchen vorher, romanische Kirchen waren ja eher so plump und gedrungen und ungemütlich und kalt. Und die romanischen Kathedralenbauer haben sich dann überlegt, sie wollten einfach auch die Leute mehr in die Kirchen bringen, der naturverbundene Glaube, der heidnische Glaube war dem Volk ja nicht so richtig auszutreiben, und so hat man immer wieder versucht, den Leuten die christlichen Werte mehr zu vermitteln und sie einfach mehr zu binden. Und da haben einfach auch diese gotischen Kathedralenbauer mit dazu beigetragen, den Leuten, also sie haben sich an den Buchenwäldern orientiert, diese hohen Kathedralen zu bauen. Wenn man diese Säulen in der gotischen Kirche kennt, dann weiß man ja auch, dass das also sehr, also eben diese Säulen immer in der Mitte drin sind und dieses nach oben strebende. Man hat sich da also an den Wäldern orientiert und an auch dieser sanfte Lichteinfall durch die bunten Kirchenfenster und so. Also ja, nächstes Mal, wenn ihr in eine gotische Kathedrale geht, dann schaut es euch mal aus einem ganz anderen Blickwinkel an. Ja, und natürlich ist die Buche eine Heilpflanze. Die Rinde der Buche wirkt zusammenziehend, adstringierend, entzündungshemmend,
Allerdings ist es schon ein bisschen mühselig, diese Buchenrinde zu verwenden. Ich würde das jetzt nicht empfehlen. Dafür gibt es wahrscheinlich einfachere Methoden, wie jetzt zum Beispiel die Weide oder dann auch das Mädesüß, um diese Indikationen quasi abzudecken. Was bei der Buche super ist, wenn man jetzt nämlich hier diese jungen Blättchen sieht, also diese ganz frischen jungen Blättchen, die kann man essen. Und zwar sind es ganz tolle Blättchen, die man in den Salat mit reingeben kann. Sie schmecken ganz frisch und leicht säuerlich. Und sie haben auch eine Heilwirkung. Also die Buche ist, wirkt konzentrationssteigernd und ist gut fürs Gedächtnis. Ja, man kann zum Beispiel auch aus den frischen Knospen, wie man sie hier sieht, die sind jetzt schon aufgeplatzt, aber wenn diese frischen Knospen, diese jungen Triebe rauskommen, könnte man zum Beispiel auch ein Mazerat draus machen, einen Auszug. Ja, und was gibt es noch? Also es ist, wie gesagt, es ist gut fürs Gedächtnis, es ist gut für die Konzentration, zur Steigerung und schmeckt lecker. Also einfach wirklich mal ausprobieren, diese ganz frischen. Wenn sie dann schon ein bisschen fester sind und ledriger und ausgewachsen, dann ist es nicht mehr so empfehlenswert. Aber diese ganz frischen Blättchen sind wirklich sehr lecker. Deswegen mache ich jetzt das Video auch jetzt, weil es einfach diese essbaren Blättchen wirklich zu empfehlen sind. Ja, also, ich könnte hier noch ewig weiterreden. Wenn ich euch neugierig gemacht habe, dann kommt doch einfach mal zu einer von meinen Kräuterwanderungen. Ihr findet mich im Internet unter www.heilpraktiker-regenstauf.de. Und ich freue mich, wenn ich euch wieder ein bisschen was über unsere heimischen Pflanzen erzählen konnte. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bleibt gesund, bis bald.